Meine Damen und Herren, jetzt aber hochoffiziell herzlich willkommen zur Eröffnung der Hochzeitsmesse Luft und Liebe. Genau diese Anzeige habe ich heute beim Herfahren gesehen. Kein Schmäh. Die Astfinag hat sich vielleicht einen Schmäh erlaubt, aber genau das ist gestanden. In einem Kilometer geht es zur Hochzeitsmesse Luft und Liebe. Alle, die deswegen da sind, muss ich enttäuschen. Sie können jetzt auch das Gebäude verlassen, wenn Sie wollen, aber ich würde es Ihnen nicht raten. Es gibt nämlich großartiges anderes zu feiern und zu sehen in den nächsten Tagen. Übrigens dieser Hinweis, ein Anruf später vom neuen Messeleiter und jetzt ist er richtig gestellt. Deswegen hochoffiziell herzlich willkommen zur Eröffnung der Alles für den Gast. Mein Name ist Lukas Schweighofer und ich freue mich sehr, dass ich Sie durch diese Eröffnung begleiten darf. Was für mich, ja, eigentlich überraschend war, dass das schon die 52. Auflage der Gast ist. So lange gibt es diese Messe schon. Weniger überraschend die Dimensionen, denn groß war sie eigentlich immer schon. 629 Aussteller aus 11 Nationen sind heuer mit dabei. Welche Highlights, welche Höhepunkte diese Messe in diesem Jahr noch zu bieten hat, das weiß der Hausherr. Bitte begrüßen Sie mit einem Applaus den CEO von RX Österreich und Deutschland, Benedikt Binder-Kriegelstein. Ich glaube, die Asfinag hat nicht so ganz Unrecht gehabt. Luft und Liebe sind wesentliche Ingredienzien des österreichischen Tourismus. Es ist zwar nicht die Hochzeitsmesse, aber so ähnlich, weil die Gastronomie, glaube ich, ist die Ausgangsbasis für viele glückliche oder weniger glückliche Ehen, die geschlossen werden. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich bin auf meinen vielen Reisen, wenn ich unterwegs bin auf der Welt, eigentlich immer unglaublich stolz, wenn man mich fragt, woher ich komme, und ich kann sagen, ich bin aus Österreich. Und wenn ich dann beginne, von Österreich zu erzählen, dann erzähle ich von Salzburg, dann erzähle ich von Wien, dann erzähle ich von Mozart, dann erzähle ich für die andere Fraktion von Arnold Schwarzenegger und ich erzähle ganz, ganz oft von Red Bull, weil man Red Bull tatsächlich mittlerweile bis in den letzten Winkel der Welt kennt. Didi Mateschitz hat mit Red Bull nicht nur eine beispiellose österreichische Erfolgsgeschichte geschrieben, er ist für mich auch im unternehmerischen Sinn einiges an Vorbild gewesen. Diese Erfolgsgeschichte, die hat nicht nur hier in Salzburg begonnen, diese Erfolgsgeschichte hat tatsächlich Anfang der 90er Jahre, und ich habe gestern am Abend die Skizzen dazu bekommen, mit einem ganz kleinen Stand unseres Unternehmens Standout hier auf der Alles für den Gast begonnen und hat von hier aus einen wahren Siegeszug um die Welt angetreten. In diesem Sinne ein herzliches Willkommen und lieber Lukas, wir haben offensichtlich unterschiedliche Briefings. Ich bin auf der 53. Edition da Alles für den Gast, du auf der 52. Wir werden das für die Geschichtsbücher nachher noch validieren, aber in jedem Fall, es gibt die Gast schon länger als mich auf dieser Welt. Herzlich willkommen. Wie wichtig diese Veranstaltung für die gesamte Branche zeigt sich auf der einen Seite dadurch, wie unglaublich viele Aussteller auch heuer wieder gekommen sind. Und ich bin wirklich glücklich, weil wir haben 2022 jetzt deutlich mehr schon wieder, als wir es 2021 hatten. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir 2023 wieder eine ausverkaufte Alles für den Gast haben werden. Der zweite Beweis, wie wichtig dieses Branchentreffen ist, ist das wirklich prominent besetzte Publikum, das wir heute hier bei dieser Eröffnung haben. Und ich darf die Gelegenheit nützen, jetzt die Ehrengäste des heutigen Tages zu begrüßen. Und ich beginne allen voran mit dem Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft, lieber Martin Kocher. Herzlichen Dank, dass du den Weg nach Salzburg gefunden hast. In der Bundesregierung ist das Ihr Thema, sie ist sozusagen die Schutzherrin über den Tourismus. Schön, dass du zu uns gekommen bist, Susanne Graus-Winkler, Staatssekretärin für Tourismus in Österreich. Wenn man von etwas wie einem Patron dieser Messe sprechen kann, dann fällt einem natürlich nur ein Name ein, unser Landeshauptmann hier in Salzburg, Wilfried Haslauer.
Ich habe Sie heute mit den Worten begrüßt, da geht die Sonne auf, weil Sie auch schon so lange eine treue Verbündete da alles für den Gast ist. Die Nationalrätin, liebe Gertraud Salzmann, und mit dir begrüße ich natürlich alle Vertreterinnen und Vertreter des Salzburger Landtages. Herzlich willkommen. Zweites Korrektum für den Lukas Schweighofer, leider Gottes. Ich bin nicht der Hausherr, ich bin nur der Gastveranstalter Hausherr, der wahre Hausherr im Messezentrum Salzburg. Das ist der Bürgermeister der Stadt Salzburg und mit ihm begrüße ich natürlich alle Vertreterinnen des Gemeinderates und Vertreter des Gemeinderates sowie alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Lieber Harry Breuner, danke, dass du da bist. Was wäre Salzburg und die Alles für den Gast ohne Wirtschaft? Der Direktor der Wirtschaftskammer Salzburg, Manfred Bammer, vielen Dank für die langjährige und treue Partnerschaft. Wenn wir in die Zukunft des Tourismus schauen wollen, dann werden wir das in einigen Minuten mit Christiane Wager tun. Sie ist Zukunftsforscherin und wird nach meiner Rede einen kurzen Vortrag zu dem Thema halten. Und es ist ganz spannend, weil ohne dass wir uns dazu abgesprochen haben, Kooperationen und Loyalität sind die wesentlichen Ingredienzien der Zukunft des Tourismus. Und das deckt sich mit meiner ganz persönlichen Sicht, was unternehmerischen Erfolg ausmacht. Für mich hat unternehmerischer Erfolg viel mit Mut, mit unermüdlichem Einsatz, mit Wertschätzung für Kunden wie auch für Partner, aber vor allem auch mit Loyalität und Partnerschaften zu tun. Wenn man diese Themen beherzigt, dann kann man, so wie das Didi Mateschitz getan hat, aus einem kleinen Unternehmen, das in Salzburg gestartet hat, eine weltweite Erfolgsgeschichte schreiben. Loyalität und Partnerschaft sind für uns als Messeveranstalter besonders wichtig. Gerade im Hinblick auf die Städte, in denen wir unsere Messen abhalten. An dieser Stelle eine kleine Bitte, die ich von meiner Großmutter übernommen habe. Bitte glauben Sie nicht alles, was in den Zeitungen steht. Sorry an die Medienvertreter, aber ich glaube, Sie wissen, was gemeint ist. Wir haben als Unternehmen hier in den letzten 30 Jahren am Standort Salzburg eine unglaubliche Erfolgsgeschichte geschrieben. Wir haben von Arnold Henhappel vor vielen Jahrzehnten gegründet, als großer Konzern Erfolgsformate wie die Alles für den Gast übernommen, ebenso wie die Hohe Jagd, die Bauen und Wohnen, die Autozoom, die Power Days, die Tracht und Country und vieles mehr. All diese Formate haben dazu geführt, dass der Standort Salzburg das Herz des österreichischen Fachmessewesens geworden ist. Und gerade in den konjunkturschwachen Zeiten für eine Belebung des Salzburger Tourismus sorgt. Wir haben seit über 30 Jahren unsere Aufgabe hier erfüllt und wir werden diese Aufgabe auch in Zukunft erfüllen. In ganz enger Partnerschaft mit dem Messezentrum hier in Salzburg, mit viel Herzblut, Passion, Leidenschaft, aber eben auch und vor allem Loyalität zueinander. Darauf bauen wir, darauf haben wir immer gebaut und darauf werden wir auch in Zukunft bauen. Denn es geht hier nicht nur um ein Unternehmen, es geht um den Standort Salzburg und es geht vor allem um die Menschen im Stadt und Land Salzburg, die am Ende des Tages von der Wertschöpfung, die wir hier durch die Messen generieren, auch profitieren. Jeder Cent, jede Übernachtung kommt den Menschen in dieser Stadt und diesem Land zugute. Und das gilt es für uns alle an erster Stelle, losgelöst von persönlichen Befindlichkeiten, zu beherzigen. Und eben gerade deshalb in die Zukunft schauen, nach vorne blicken, nicht nur das Bewahrte erhalten, sondern weiterentwickeln. Nicht nur zuschauen, sondern aufbauen. Das ist das, was wir wollen und was wir auch tun werden. Und wenn wir über Zukunft sprechen, dann schließe ich den Bogen zu Alles für den Gast. Der Tourismus ist der wichtigste österreichische Wirtschaftszweig.
Wir Österreicher sind bekannt für unsere Gastfreundschaft. Egal, wo man auf der Welt hinkommt, wir sind berühmt dafür. Und die Alles für den Gast ist an dieser Stelle auch Perspektivengeber und auch Zukunftgeber. Und wenn man sich an die Eigenschaften, die ich vorher erwähnt habe, erinnere, dann war Mut an allererster Stelle. Und wenn man sich all die Stände hier ansieht, dann sieht man, wie mutig die Menschen in dieser Branche sind. Sie tätigen Investitionen auch in schwierigen Zeiten. Sie blicken nach vorn. Und gerade jetzt, und das ist das Schöne für mich, wir haben eine riesige Start-up-Area, wo junge Unternehmen, die neu in dieser Branche starten, ihre Geschäftsmodelle vorstellen. Das ist wahrlich mutig. Sie bietet aber auch die Möglichkeit, Wertschätzung zu zeigen. Und wir alle leben letztlich von Wertschätzung. Die emotionale Anerkennung ist auf Dauer deutlich mehr wert als einfach das Trinkgeld, das man ins Säckel gibt. Und diese Wertschätzung können Sie hier auch zeigen. Nicht nur den Gastronomen, sondern auch den Zulieferern der Gastronomie, die in vielen Fällen im Dunkeln hinter dem Vorhang arbeiten, aber für den Erfolg mindestens genauso wichtig sind wie die Gastronomen selbst. Und ich bitte Sie, bedanken Sie sich bei den Menschen, die hier sind, weil Sie sind diejenigen, die 365 Tage im Jahr Dienstleistung für uns liefern, um unser Leben schöner zu machen. Und genau deshalb ist auch das Feiern auf der Gast ein wichtiger Bestandteil, weil gerade diejenigen, die so viel leisten, die haben es sich verdient, sich selbst einmal im Jahr hochleben zu lassen und auch entsprechend zu feiern. Ich freue mich somit auf die 5 vor uns liegenden Tage. Nicht nur, dass es investitionsreiche Tage für unsere Aussteller und Ausstellerinnen werden oder viel Umsätze getätigt werden, die Besucher Spaß haben und viele Kontakte schließen können. Ich freue mich vor allem darauf, die Leidenschaft, die Passion für eine Branche wieder zu erwecken oder zu verstärken, die es mehr als verdient. Die Dienstleistungsbranche, Gastronomie, Hotellerie, das Herzblut der österreichischen Wirtschaft. In diesem Sinne herzlich willkommen im Namen meines gesamten Teams. Ich wünsche Ihnen allen eine wunderschöne Alles für den Gast und danke, dass Sie bei uns sind. Vielen Dank, lieber Benedikt. Ich glaube, es waren noch die Moderationskarten vom letzten Jahr aus Gründen der Nachhaltigkeit. Ja, meine Damen und Herren, die Besucher und Besucherinnen dürfen sich in diesem Jahr auf vieles freuen, auf der Gast, auf ein bisschen was hat der Benedikt schon erzählt, auf Neuigkeiten, auf Trends aus der Branche der Gastronomie und aus der weiten Welt und großen Welt des Reisens. Doch wie schaut diese Welt aus? Wie schauen die Trends beim Reisen aus? Wie reisen wir in Zukunft? Das sind genau die Fragen, mit denen sie sich seit Jahren auseinandersetzt. Sie ist Soziologin, sie ist Trend- und Zukunftsforscherin und heute bei uns zu Gast. Bitte um Ihren Willkommensapplaus für Christiane Varga. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Herzlichen Dank für die Einladung zu dieser tollen, altehrwürdigen Messe. Und ja, ich bin ganz überwältigt von den Eingangsworten, denn sie zeigen sehr, wie wichtig das Thema Wertschätzung ist und wie viel das auch mit Zukunft zu tun hat. Denn ich sage immer ganz gerne, Zukunft ist selten etwas radikal Neues, etwas radikal anderes, sondern es ist eine kluge Kombination aus bereits Bestehendem mit neuen Ideen, mit neuen Konzepten. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass gerade in Österreich, wenn ich das als offensichtlich Zugereiste auch sagen darf, die Tradition und bestimmte Werte ganz essentiell sind und sie das auch von dieser technoiden Zukunftsvorstellung eines Silicon Valleys unterscheidet. Denn dort ist nur das Neue, dort sind nur neue Ideen und Konzepte und deswegen fühlt sich das oft auch so menschen- und luftleer an und die neuen Sachen mit Traditionen, mit Werten zu verbinden, ich glaube, da können wir in eine gute Zukunft gehen. Ja, die Zukunft des Reisens, wie sieht sie aus? Ich bin Soziologin, ich schaue mir den gesellschaftlichen Wandel an, aber zuallererst habe ich folgende Grafik mitgebracht, die sehr für die Zukunft steht, wie wir sie bisher verstanden oder wahrgenommen haben. Wenn wir uns
mit Zukunft auseinandersetzen, dann überlegen wir bewusst oder unbewusst etwas, was ungefähr so aussieht. Zukunft liegt vor uns und wir projizieren das, was wir kennen, was wir auch erwarten, aus der Vergangenheit in die Gegenwart weiter Richtung Zukunft. Es ist eine sehr lineare Vorstellung, es ist eine sehr eingeschränkte Vorstellung. Und mit dieser Vorstellung sind wir ganz gut gefahren, weil die Zukunft relativ vorhersehbar war. Das Gleiche gilt für den Tourismus. Das kann man genauso ummünzen, wenn Sie sich die Zahlen anschauen von dem weltweiten Tourismusaufkommen nach internationalen Reiseankünften. Das war im Jahr 1950, waren das 25 Millionen. Und im Jahr 2019 hat sich die Zahl massiv erhöht. Was denken Sie denn, wie hoch war diese Zahl damals, 2019? Ungefähre Schätzungen, es gibt weder einen Preis noch irgendwie eine negative Bemerkung. 6 Milliarden, 1,6 Milliarden, 800 Millionen. Ja, mit Zahlen ist es so eine Sache. Es waren 1,5 Milliarden, also ganz knapp. Bitte einen herzlichen Applaus. Also diese Zahl zeigt massiv, wie linear es nach oben gegangen ist in dieser Branche weltweit auf beispiellose Art und Weise. Es sind nicht nur immer mehr Leute unterwegs gewesen, sondern auch viel häufiger, als das noch vor Jahren und Jahrzehnten der Fall war. Und irgendwie ist es doch logisch, dass es so nicht weitergehen konnte. Tatsächlich auf globaler Ebene war das eine Branche, die schon auch überhitzt war. So, ich denke ganz stark, wir können uns nicht mit Zukunft auseinandersetzen, wenn wir nicht verstehen, wie sich die Gesellschaft ändert. Wie sich verändert, wie Menschen leben, welche Bedürfnisse sie haben und anhand dessen den Rest aufbauen. Also ich bin gar nicht mal in erster Linie dazu da, heute um Ihnen irgendwelche Trends zu erklären. Das tue ich dann auch. Aber mir ist wichtig, dass Sie die Basis der Veränderung verstehen. Wo findet Veränderung statt? Und das ist nun mal in der Gesellschaft. Wenn Sie hier sehen, der Präsentator funktioniert so halb, hier ist eine sehr lineare Vorstellung von den Lebensläufen, wie sie noch im Industriezeitalter waren. Sie waren klassisch dreigeteilt, vorhersehbar, Kindheit und Jugend. Statistisch gesehen hat man sich mit 23 dann festgelegt für eine Familie, für einen Partner, für eine Partnerin, für einen Beruf. Dann kam das Erwerbs- und Familienleben. Die Frau war meistens zu Hause, hat sich um die Familie gekümmert, der Mann ist arbeiten gegangen und relativ verlässlich kam dann mit 60 Jahren die Pension. Und dann hatte man im Schnitt noch 5,5 Jahre, in denen man gesund war und dann war es das mehr oder weniger. Das verändert sich jetzt ganz stark. Aus der Biografie wird die Multigraphie. Die Lebenswelten der Einzelnen sind viel fragmentarischer, weniger vorhersehbar. Kindheit und Jugend ist viel stärker voneinander getrennt. Dann kommt so etwas wie eine Postadoleszenz. Das ist genau die Phase, in der man sich erstmal nicht festlegt, weil es so viele Optionen gibt. Man überlegt, soll ich wirklich mich für die Partnerin entscheiden? Soll ich mich für diesen Wohnort entscheiden? Soll ich mich für diese Arbeitsstelle entscheiden? Oder schaue ich erstmal? Mit 31 Jahren statistisch gesehen legt man sich dann erst einmal fest. Dann kommt die sogenannte Rush-Hour des Lebens. Die wird gemeinhin als die anstrengendste empfunden, weil man eben den komplexen Alltag wirklich managen muss und schauen muss, wie man das alles unter einen Hut bekommt. Und dann kommt der zweite Aufbruch. Die Scheidungsrate steigt nochmal zwischen 55 und 60 Jahren. Wer lässt sich eher scheiden, denken Sie? Die Männer, die Frauen? Frauen eher. Männer habe ich da gehört. Frauen. Es sind tatsächlich die Frauen, ja. Und dann kommt eine neue Lebensphase hinzu, die einzigartig ist in der Menschheitsgeschichte. Das gab es so noch nie, denn unsere Gesellschaft wird nicht nur immer älter, sie bleibt auch länger jung. Diese letzte Phase, wo man wirklich alt und gebrechlich ist, wird immer kürzer. Und das sowohl beim Mann als auch bei der Frau. Das ist die gute Nachricht, das gleicht sich an. Also haben wir es hier mit einer ganz anderen Art zu leben zu tun. Die Grundstruktur unserer Gesellschaft verändert sich und in dieser Darstellung steckt ganz, ganz viel drin, nämlich auch, dass die Art, wie Menschen wohnen, wie sie zueinander stehen, wie sie arbeiten, viel fluider wird
und das Familie Mustermann-Zeitalter quasi dem Ende entgegengeht. Familie Mustermann, diese klassische Familienkonstellation, nach der man wirklich die Trends ausrichten konnte und alles so quasi planen konnte, das ist immer mehr vorbei. Denn diese klassische Familienstruktur wird eine von vielen Lebensformen. Und deswegen ist jetzt die essentielle und spannende Frage auch für Sie, wie wohnen die Menschen, wie arbeiten die Menschen und was für eine Auswirkung hat das auf das Reisen, weil das hängt immer stärker miteinander zusammen. Tja, wie Sie arbeiten, das ist ein großes Thema, nicht nur in der Tourismusbranche. Und deswegen schauen wir uns diesen Bereich hier an. Es ist so, dass diese einzelnen Lebenssphären, das Zuhause, die Arbeit, der Transit, das Unterwegssein immer normaler wird und auch das sich Aufhalten an sogenannten dritten Orten. Dritte Orte sind alle Orte, die eben nicht zu Hause sind oder das Büro. Das kann der Flughafen sein, das kann das Wirtshaus sein, das kann der Garten sein. Das sind die dritten Orte und es kommt immer mehr zu einer Verschmelzung. Antreiber ist natürlich auch die Digitalisierung, weil es auch möglich ist, an diesen unterschiedlichen Orten zu arbeiten. Und deswegen geht die Tendenz immer mehr in Richtung Netzwerk. Dass das Thema Wohnen, dass das Thema Hotel ein Knotenpunkt ist unter mehreren, der dann den unterschiedlichen neuen Bedürfnissen gerecht wird und diese Interaktion zwischen diesen Punkten viel stärker geworden ist. Schauen wir uns jetzt diesen Arbeitsbereich einmal an. Wenn die Technik möchte. So, großes Thema überall, Fachkräftemangel. Ich gehe einen Schritt zurück und sage, Fachkräftemangel hat auch ganz stark mit der Ausbildung zu tun, offensichtlich. Wir haben jetzt im Jahr 2022 das erste Mal mehr Lehrstellensuchende als offene Lehrstellen. Diese Entwicklung ist immens. Das bedeutet auch, dass hier ist jetzt nicht nur auf die Tourismusbranche bezogen, sondern auf alle anderen Branchen, dass eine große Konkurrenz in Bezug auf die Lehrstellen herrscht innerhalb der unterschiedlichen Branchen und dass hier ein wesentlicher Schlüssel liegt, wenn wir über die Zukunft des Tourismus nachdenken. Denn wenn wir Fachkräfte haben wollen, wenn wir die halten wollen, brauchen wir Menschen, die entsprechend ausgebildet werden und junge Menschen heutzutage in dieser fluiden Welt zu dieser Ausbildung zu bringen, zu überzeugen, hat ganz viel mit der Zukunft des Tourismus zu tun. Und hier darf auch die Frage gestellt werden, wie machen wir das am besten? Wie können wir auch die Ausbildung und diesen Rahmen neu gestalten? Eine große Diskussion auch wiederum in allen anderen Bereichen ist die Vier-Tage-Woche. Ich glaube, dass sie zu dogmatisch geführt wird. Ich glaube, dass wenn wir mit neuen Phänomenen zu tun haben, sollten wir wirklich individuell entscheiden und klug und besonnen abwägen, macht das Ganze Sinn und uns vielleicht auch erstmal umschauen in andere Länder. Was gibt es dort für Ergebnisse? Erstmal ganz neutral. Hier habe ich mich mit einer interessanten Studie aus Island auseinandergesetzt. Da haben 2500 Menschen diese 4-Tage-Woche ausprobiert, insofern als dass sie nur 35 Stunden pro Woche gearbeitet haben, bei gleichem Gehalt. Und interessanterweise waren die Branchen sehr unterschiedlich, aber die Ergebnisse waren ähnlich. Denn die Menschen haben sich viel wohler gefühlt, weil sie mehr Zeit für die Familie hatten, weil sie mehr Zeit für ihre Hobbys hatten, weil die auch gerade Alleinerziehende, die auch einen großen Teil der Bevölkerung ausmacht, hier besser zurechtgekommen sind. Und auch die Heimarbeit zu Hause wurde viel besser aufgeteilt. Entscheidend gerade für Arbeitgeber ist natürlich, dass die Produktivität gleich geblieben ist oder sogar angestiegen ist. Also es ist hier tatsächlich sehr überlegenswert in Zukunft die Frage, wie definieren wir Arbeit neu und wie organisieren wir Arbeit neu? Denn wie wir das tun, hat sich im Laufe der Menschheitsgeschichte auch immer wieder verändert. Und ich denke, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo es jetzt auch wieder so eine Neusortierung braucht. Und das gilt sowohl für die Angestellten in der Tourismusbranche als auch für Menschen, die eben potenzielle Gäste sind, die sich dann auch anders verhalten werden, wenn sie reisen, wenn sie unterwegs sind, wenn sie mehr Freizeit haben. Dieses Thema
in der Branche gelandet ist durch die Corona-Pandemie. Das werden Sie auch schon mitbekommen haben. Es gibt unterschiedliche Versuche. Das Hotel 25 Hours hat das schon eingeführt. Auch klassische Betriebe wie das Vier-Jahreszeiten in Starnberg hat hier ein Pilotprojekt gestartet. Das gefällt mir auch sehr gut, dass es ein Pilotprojekt ist, dass man nicht sagt, wir müssen das jetzt radikal machen, sondern wir probieren es erstmal aus. Hat auch ganz viel mit einer Annäherung Richtung Zukunft zu tun. Genauso andere Häuser, ein sehr tolles Beispiel aus St. Johann im Pongau. Hier hat die Familie diese Option reingebracht. Also sie bewirbt quasi die Arbeitsstelle mit zwei Optionen. Es gibt das Modell Moneymaker, das klassische Modell. Und man dann auch sagen kann, okay, ich bin gerade in einer Lebensphase, da habe ich Zeit, da möchte ich viel Geld verdienen und kann es auch tun. Dann kann ich mich dafür bewerben. Oder das Hotel, das Modell im Hotel Work-Life-Balance. Das ist die 4-Tage-Woche, die 42 Stunden verteilt auf 3,5 Tage. Wenn die Person einfach gerade mehr Freizeit braucht in der Lebensphase, kann sie das auswählen. Wunderschön, dass es ein sowohl als auch geben kann und ein nicht nur das Entweder-Oder. Ja, das ist das Beispiel. Das funktioniert nicht ganz ideal, Sie merken es. Führt mich zu dem Thema, wie ist es tatsächlich mit den Mitarbeitern? Wie gehe ich mit den Mitarbeitern um? Wenn wir hier die Kunst des Gastgebens zelebrieren, wäre ja eine Idee, wäre ein Anhaltspunkt, sich zu überlegen, warum sehe ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht auch in der Rolle des Gastgebers oder der Gastgeberin? Also warum behandle ich meine Mitarbeiterin nicht auch so, wie ich quasi die Gäste behandle? Und wenn ich dieses Zitat bringe in meinen Vorträgen, seien Sie bitte nett zu unseren Mitarbeitern, denn die Mitarbeiter finde ich nicht so leicht wie neue Gäste, dann ernte ich die ganze Bandbreite an Reaktionen. Also die einen sagen, das ist doch selbstverständlich, natürlich, das mache ich doch immer so. Die Mitte ist neutral, sagt ja, kann man machen, vollkommen in Ordnung. Und das andere Extrem ist tatsächlich empört, weil sie sagen, das geht so nicht. Der Gast steht an erster Stelle und die Mitarbeiter sind dazu da. Ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Und ich denke ganz stark, dass auch die Gäste der Zukunft sehr stark merken, wenn eine Atmosphäre des Gastgebertums in den Betrieben herrscht und sie das dann auch anzieht. Mal abgesehen davon, dass so, glaube ich, die einzige Möglichkeit ist, dem Fachkräftemangel auch entgegenzuwirken. Das zweite Thema, das sehr viel mit dem Tourismus zu tun hat, ist die Art, wie Menschen wohnen, die sich stark verändert. Und Sie sehen es ja auch an ganz vielen Beispielen. Hier war meine Umfrage von einem IKEA-Report. Gerade bei jungen Menschen ist es so, da wurde die Frage gestellt, wie verändert sich die Bedeutung von Zuhause? Und da haben nur 7% der Befragten gesagt, dass sie das Zuhause mit einem bestimmten Ort verknüpfen. 37% glauben, dass das Konzept eines Zuhauses mehr bedeutet als nur die eigenen vier Wände. Und ganze 42% fühlen sich auch außerhalb ihres Zuhauses beheimatet. Auch das hat wieder ganz stark damit zu tun, dass sich diese Funktionsweise von Orten verändert. Dass man nicht nur sagen kann, hier ist das Zuhause, hier ist die Arbeit, hier ist der Ort, wo ich reise oder gerade als Gast bin, sondern das vermischt sich immer mehr. Und ich denke tatsächlich, das gilt gerade für eine jüngere Generation, die so stark unterwegs ist wie noch nie zuvor. Konzepte, die das übersetzen, sind als Beispiel das Zoku. Ich weiß, ich kenne das jemand von Ihnen. Ja, ja, eine Hand, tatsächlich eine jüngere Person. Ein Hotel, was nichts heißt. Ich bin sehr dafür, dass man das verknüpft, die Jüngere mit den Älteren zusammen. Denn das ist etwas, was das Grundprinzip angeht,
wirklich sehr zukunftsträchtig ist, was nicht bedeutet, man muss es genauso nachmachen, aber es ist ein Hotel, es ist ein Studentenwohnheim, es ist ein Coworking Space, es ist ein Ort, an dem man sich einmieten kann, um ja, Meetings, Veranstaltungen abzuhalten. Das gibt es in Amsterdam, das gibt es in Wien. Es ist so eine Art Franchise-Struktur und wesentlich ist auch hier, dass die Umgebung mit einbezogen wird, dass die Menschen vor Ort mit einbezogen werden, die dort auch leben in der Stadt. Und es so zu einer guten, interessanten Mischung kommt aus unterschiedlichen Menschen und Akteuren, die dort dann punktuell zu Gast sind. Denn das ist das Wesentliche. Was bedeutet eigentlich die Kunst des Gastgebens? Die Kunst des Gastgebens bekommt eine neue Bedeutung in einer Welt, die immer globaler wird, in einer Welt, die immer komplexer wird, in einer Welt, die immer digitaler wird, hat die Kunst des Gastgebens einen ganz essentiellen Wert. Und sie bedeutet eben diesen Menschen, die so viel unterwegs sind, die vielleicht auch gar kein richtiges Gefühl mehr von zu Hause haben, eine momentane Verankerung zu geben. Und das ist etwas ganz Entscheidendes und bezieht sich aus meiner Sicht sowohl auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch auf die Gäste. Es gibt eine New Yorker Werbeagentur, die haben also eine Gesellschaftsanalyse gemacht und haben den Satz geprägt, gerade in Bezug auf die jüngere Generation, früher wurden Menschen in Gemeinschaften geboren und mussten ihre Individualität finden, heute werden Individuen geboren und müssen ihre Gemeinschaft finden. Ich glaube, dass darin eine tiefe Sehnsucht gerade der jüngeren Menschen herrscht, Teil von etwas zu sein, sich wirklich auch identifizieren zu können und darin auch der Schlüssel liegt für Betriebe, für Hotels, sie anzuziehen und dort auch wirklich zu halten. Ich glaube, dass junge Menschen viel besser sind als ihr Ruf und wenn sie eben Wertschätzung bekommen und hier einen interessanten Arbeitsplatz, dass sie wirklich große Sehnsucht danach haben, sich dann auch wirklich dort zu verankern. So, was bedeutet das kurz zusammengefasst für den Tourismus in Zukunft, für den Gast in Zukunft? Was können Sie da tatsächlich auch tun? Die architektonische Infrastruktur setzen. Also schaffen Sie Räume für den Austausch, für Zusammenkünfte, für das Arbeiten. Und damit meine ich jetzt nicht nur einen Schreibtisch und halbwegs funktionierendes WLAN, sondern tatsächlich Räume, in denen man mehrere Stunden oder auch mehrere Tage oder gerade Wochen arbeiten kann und trotzdem in einer schönen, freundlichen Urlaubsatmosphäre ist. Suchen Sie sich Partner und entwickeln Sie ein gemeinsames Narrativ, eine Geschichte, die Sinn macht, die den Ort beschreibt, die Region und die die Leute dann tatsächlich auch anzieht. Und da gibt es eine Riesenanzahl an unterschiedlichen Möglichkeiten, branchenintern wie branchenextern. Und ich denke, dass hier auch deutlich wird, gerade bei diesem Punkt, dass es nicht mehr darum geht, eine Schema-F-Lösung für alle zu präsentieren, sondern dass es ganz wichtig ist, in dieser komplexen Welt wirklich ganz individuell sich die Destination anzuschauen und eine einzigartige Beschreibung von dieser Destination zu etablieren und das gemeinsam mit Partnerinnen und Partnern, die sie vielleicht bisher gar nicht auf dem Radar hatten. Werden Sie also zum Gestalter von Lebensräumen? Adressieren Sie das Gastgebertum eben nicht nur an Fremde, an potenzielle Gäste, sondern an alle Menschen, die ihnen begegnen, seien es jetzt die Mitarbeiterinnen oder seien es die Menschen vor Ort. Kultivieren Sie das. Und wie schon gesagt und angedeutet, das geht vor allem nur, wenn Sie Kooperationen etablieren, wenn Sie partnerschaftlich unterwegs sind. Ich glaube, dass dieses Prinzip des Netzwerks die Grundstruktur der Zukunft beschreibt, auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen und dass es darum geht, ein ganz individuelles, einzigartiges Ökosystem zu schaffen, um diesen komplexen Herausforderungen und den individuellen Ansprüchen der Menschen wirklich auch gerecht zu werden. Und dann macht das Ganze auch wieder Spaß und Freude. Denn das Negative ist ja jetzt gerade, dass sich so viel tut, dass so viel im Umbruch ist. Aber das bedeutet auch, dass alte Leerstellen aufbrechen, dass man diese Leerstellen neu füllen kann und dass man jetzt wirklich die Zukunft in der Gegenwart neu gestalten kann.
Ich denke, das sind auch meine abschließenden Worte. Dazu braucht es unbedingt Mut, keine Frage. Es braucht immer Mut, hervorzutreten und Neues auszuprobieren, weil man wird angeschaut von allen, man wird beobachtet, bewertet. Aber es braucht auch, und das ist kein Trendwort, sondern ein ganz altes Wort, Demut, wenn man mit der Zukunft zu tun hat. Denn ich denke, wir können sie uns nicht ganz unterwerfen. Das haben wir lange versucht. Und hier genau in diesem Spannungsfeld unterwegs zu sein, ermöglicht es, glaube ich, eine Zukunft zu gestalten, die wieder den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Und wer ist da prädestinierter dafür als die Branche des Gastgebertums? Ich wünsche Ihnen viel Freude dabei und bedanke mich. Vielen Dank. Ich bedanke mich bei dir, liebe Christiane Varga. Der eine oder andere hat aufmerksam zugehört, auch wenn man auf der Seite vielleicht ein bisschen abgelenkt war von diesem faszinierenden Ragout-Rezept, das da drüben gerade fabriziert wird. Aber das Schöne ist, man merkt, wir sind schon mittendrin. Wir sind schon mittendrin in der Gast, in der Messe Alles für den Gast. Und weil ich auch den einen oder anderen jetzt gesehen habe, der Fotos gemacht hat von den Folien, das waren erst erste Ansätze von Christiane Varga. Sie wird wieder hier zu Gast sein, und zwar ab 12 Uhr mit der Fortführung ihres Impulses auf der Gastro Circle Bühne, wie diese Bühne auch in diesem Jahr heißt, wo es in den nächsten 5 Tagen sehr, sehr viele spannende Formate und vor allem auch Diskussionen und Gespräche geben wird. Wir kommen damit zu unseren Gästen aus der Politik. Herzlich willkommen dem Landeshauptmann von Salzburg, Dr. Wilfried Haslauer. Herzlich willkommen, Herr Bundesminister zu Hause. Der Bundesminister ist aus dem schönen Pongau, aus Altenmarkt. Der ist sozusagen mit dem Tourismus in der Muttermilch aufgezogen worden. Der versteht es genau. Und das in seiner Begleitung. Die Frau Staatssekretärin, die ein Profi ist, mitgekommen ist, ehrt uns auch außerordentlich. Herzlich willkommen, lieber Herr Bürgermeister, liebe Abgeordnete, meine sehr geschätzten Damen und Herren, lieber Benedikt Binder-Kriegelstein. Die Gast ist irgendwie der touristische Seismograf, wie es weitergeht. Wenn die Gast gut läuft, dann kann man mit Zuversicht in die nächsten Monate hineingehen, weil unsere Planungsradien immer kürzer werden. Die nächsten Monate heißen Wintersaison, auch Sommersaison 23. Länger würde es keinesfalls ansetzen. Und lieber Benedikt, gute Nachricht, ausverkauft bis auf den letzten Quadratmeter. Das deckt sich auch genau mit den Zahlen, die wir aus der Buchungslage haben. Die ist sehr gut, vor allem in den Kernzeiten. Überraschend gut. Unsere Werber, Leo Bauenberger ist hier, sind fleißig unterwegs und haben sehr, sehr positive Rückmeldungen. Natürlich mit einer gewissen Unsicherheit am Markt, was bringt die Inflation etc. Gewisser Hang zum, wie soll ich sagen, etwas vorsichtiger, zum Downgraden, vielleicht nicht 4S, sondern nur 4, vielleicht ein Tag kürzer, um sozusagen die 8-10% Inflation reinzubringen. Man wird dann auch sehen, wie die Konsumation ausschaut, wie die Nebeneffekte aussehen. Also von der Buchungslage sind wir eigentlich sehr zuversichtlich nach einem Sommer, den wir auch nicht geglaubt haben. Der beste Nächtigungssommer ever in Salzburg. Über 12 Millionen Nächtigungen, und das ist schon großartig. Wir waren eigentlich der Meinung nach dem tollen Sommer 21, dass die Leute jetzt mehr Lust an noch Sonne, mehr südlichen Destinationen haben. Es wurde auch später gebucht und war dann sehr, sehr erfolgreich. Vor allem im Städtetourismus hat es wieder sehr, sehr gut zugeschlagen. Vielen Dank für Ihren Vortrag, Frau Varga. Ich bin auch im Unruhezustand angelangt, beruflich zumindest. Meinen privaten habe ich schon hinter mir. Sozusagen nach dem Motto, ich habe die Zukunft hinter mir, aber meine Vergangenheit noch vor mir. Aber das ist ein anderes Kapitel. Das war schon alles. Ich kann mich daher ganz genau an den beruflichen Unruhezustand gewöhnen, der ja so komplex auch wie noch nie gewesen ist. Und da können wir immer wieder Marksteine einschlagen, und ein Markstein ist eben im Einpflocken begriffen. Wir arbeiten seit 30 Jahren mit Rietz-Messen zusammen. Vorher natürlich war das ein Alleingang vom Messezar Arnold Hennappel, ein großer, großer Pionier. Und der Rietz hat dann das übernommen, weiterentwickelt. Und wir haben gesagt, wir schauen uns das einmal an. Und der Martin Kocher weiß, wie das ist. Nach 30 Jahren hat man den Anspruch, vielleicht nicht mehr ganz als Zurgraster angesehen zu werden in einer Bongauer Gemeinde. Da
vergisst man schon, dass da von außen wer gekommen ist und ungefähr so ist unsere Beziehung. Wir haben einander kennengelernt, 30 Jahre lang ausgetestet im vertragslosen Zustand. Und jetzt hat mir der Herr Bürgermeister gesagt, und das wurde mir auch bestätigt, dass der Vertrag eigentlich eins ist, jetzt muss nur noch das Papierwerk gemacht werden und dann können wir abschließen. Und dafür bedanke ich mich sehr, denn die Gast ist für uns schon eine ganz, ganz wichtige Veranstaltung. Nicht nur jetzt touristisch, nicht nur für die Belebung der Stadt, nicht nur für die Branche, sondern sie stärkt unsere touristische Generalkompetenz in Salzburg. Und die ist ausgeprägt, die geht nämlich weit über das Thema von Nächtigungen, Hoteliers hinein, in Infrastruktur, in Wissenschaft, in Forschung, in die Industrie. Das ist ein Riesengesamtkunstwerk. Sie haben das als Ökosystem bezeichnet, sagt man so heute. Es ist ein sehr komplexes, vernetztes System. Und wenn man touristisch erfolgreich sein will, dann braucht man, glaube ich, einfach vier Erfolgsfaktoren. Das Produkt muss stimmen, der Gast muss da sein, ohne Mitarbeiter geht gar nichts und die Infrastruktur muss stimmen. Und in allem taucht der Gast immer wieder auf. Die Gast, nicht der Gast, die Gast. Beim Produkt. Sie sehen ja, was hier alles an Innovation angeboten wird, nur damit die Betriebe ihre Produkte schärfen können, besser machen können, attraktiver machen können, mehr anziehender machen können und auch den soziologischen Änderungen entsprechend gerecht werden können. Die Gast von großer Bedeutung. Und ich möchte mich bei dir, Herr Bundesminister, stellvertretend für die Bundesregierung, dafür beantragen, dass aus dieser schwierigen Pandemiezeit Investitionsprogramme gestartet wurden, die unsere Unternehmen auch tatsächlich aufgegriffen haben. Und wir haben damit in dieser schwierigen Zeit, weil das hat es in der Form in anderen Ländern nicht gegeben, einen Wettbewerbsvorteil an Qualität erreichen können, der seinesgleichen sucht und der auch mit ein Grund für die Wirtschaftsdaten, die bisher so erfolgreich waren, gewesen ist. Vielen Dank dafür. Das beste Produkt nützt nichts ohne Gast. Den Gast immer wieder zu hinterfragen, das Produkt aus Sicht des Gastes zu analysieren, wo will ich mich platzieren, ist nicht nur eine unternehmerische Aufgabe, sondern auch eine Aufgabe des Marketings, der Platzierung, wofür wollen wir als Land stehen. Da könnte ich lang darüber reden, das tue ich jetzt nicht, weil ich soll ja nur begrüßen. Aber ich möchte mich da bei unseren Werbern, bei der Salzburg Landtourismus und allen, die dazu beitragen, sehr bedanken. Ich glaube, wir haben da schon unsere Pfeiler einpflocken können, die uns zu einem sehr erfolgreichen Tourismusland machen. Unsere große Sorge momentan ist das Arbeitskräftethema. Auch da danke, dass die Rot-Weiß-Rot-Karte jetzt, also sehr viele praktische Erfahrungen haben wir noch nicht, aber zumindest vom theoretischen Ansatz müsste es eigentlich besser funktionieren. Danke auch, dass praktikable Stammgästeregelungen da sind. Und das Thema des Arbeitskräftemangels in allen Bereichen ist ganz einfach zu erklären. Es ist ja nicht nur so, dass geburtenstarke Jahrgänge in Pension und schwächere nachfolgen, dass die Gesellschaft sich geändert hat. Es wurden in den letzten 10 Jahren auch 400.000 neue Jobs in Österreich geschaffen. Auf Salzburg umgelegt sind es ungefähr 40.000. Bei uns ist das immer besonders oder mehr dynamisch ist, bei im Wesentlichen gleichbleibender Bevölkerung. Dass da ein Arbeitskräftemangel gibt, ist überhaupt kein Thema. Diese Frage zu lösen, das ist die allerschwierigste und da werden wir sehen, was jetzt die momentanen Unsicherheiten und wirtschaftlichen Entwicklungen, ob es da Entspannungen gibt. Wir haben eine Arbeitslosenquote jetzt in diesem Jahr bis September von 3,1 oder 3,2%, die niedrigste in Österreich gehabt. Das ist auf der einen Seite erfreulich, auf der anderen Seite macht es uns das Leben nicht ganz leicht. Und dann bleibt die Infrastruktur von den Seilbahnen bis über die Sicherheit ein Riesenthema, Sicherheit im breitesten Sinn, Bergrettung, Feuerwehr, auch Sicherheit vor Kriminaldaten etc. Die Verkehrswege, das Angebot von Kultur bis Sport, das Shoppingangebot, die ganze Infrastruktur muss ebenfalls stimmen. Und auch dazu gehört ebenfalls die Gast. Das ist Teil unserer Infrastruktur, wo sich die Branche trifft, wo sie noch einmal Kontakt miteinander hat, wo man sich gegenseitig die Dinge anschauen kann, wo die Unternehmerinnen und Unternehmer herkommen und sich die neuesten Trends zu vergegenwärtigen, Investitionsentscheidungen zu treffen. Und dann geht es ab nach Sibirien in die nächsten 4 Monate oder 3 Monate und dann wird fleißig gearbeitet und hoffentlich nach einer erfolgreichen Saison kann man sagen, wir haben die richtigen Entscheidungen getroffen. In diesem Sinne,
Danke, Benedikt Binder-Kriegelstein, dir und deinem Team für die offensichtlich erfolgreiche Ausrichtung der GAS diesmal. Ich wünsche Ihnen viele gute Eindrücke, die richtigen Entscheidungen und ich persönlich bin für die nächsten Monate bei allen Schwierigkeiten, die wir haben, sehr zuversichtlich. Danke. Vielen Dank, Herr Landeshauptmann. Genau, Mikrofon einfach heroben lassen. Vielen, vielen Dank. Ja, nicht nur hier auf der Gastro-Circle-Bühne gibt es einiges zu erleben, zum Beispiel auch direkt bei unseren Nachbarn. Wenn Sie später vielleicht noch Zeit haben, da finden in den nächsten Tagen die Meisterschaften, die österreichischen Meisterschaften im Café machen statt. Barista-Meisterschaften, gerade einen gesehen, Martin Wölfel, der ist erst gerade von der Weltmeisterschaft in Australien zurückgekommen. Also den besten Café gibt es direkt in der Nachbarschaft. Von der Landesebene wechseln wir auf die Bundesebene. Herzlich willkommen der Staatssekretärin für Tourismus, Magistra Susanne Krauswinkler. Vielen Dank. Mein lieber Herr Bundesminister, das Arbeitsthema aus dem Pinzgau, das Arbeitsthema lasse ich dir dann. Lieber Herr Landeshauptmann, sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Frau Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Den drittbesten September in 30 Jahren, was Nächtigungen betrifft. Und das beste Monat August, was ausländische Nächtigungen betrifft, seit 1993. Eine Winterpotenzialanalyse der Österreich-Werbung, die zeigt, dass Österreich, was den kommenden Winter betrifft, zu den Top 3 Destinationen in Europa wieder gehören wird, wenn wir es schaffen, dass sich die Situation in Europa nicht wesentlich verschlechtert. Sehr große Reiselust und Lust auf Winter und Wintersport in jeglicher Form zeigen eigentlich, wie resilient, wie widerstandsfähig Tourismus heutzutage ist. Natürlich haben wir sehr, sehr viele Herausforderungen im Moment. Es wurden schon etliche angesprochen, das Thema der Mitarbeiter ist sicher eines der größten Zukunftsthemen, denen wir uns widmen müssen. Und im Staatssekretariat selbst sind wir extrem bemüht und ich möchte mich da ganz herzlich beim Martin Kocher bedanken, dass wir hier so frei und weit arbeiten können, was nicht eine Selbstverständlichkeit ist, weil wir neben all den Themen, die jetzt dringend immer für die nächste Zeit auch gelöst werden müssen, die Zukunft nicht aus den Augen verlieren dürfen. Das heißt, wir haben erst vorige Woche gemeinsam mit Florian Durski, dem Staatssekretär für Digitalisierung, den Aktionsplan Digitalisierung Tourismus Österreich vorgestellt. Wir haben da sehr, sehr viele Themenbereiche von neuen digitalisierteren, trendigeren Lehrplänen für die Tourismusschulen, gemeinsam auch mit Martin Polaschek, dem Bundesminister für Bildung, bis hin zum digitalen Meldezettel, bis hin zu allen Verwaltungsvereinfachungen, die digital möglich sind, bis hin zu besserer Schulung der Mitarbeiter, der Unternehmer, was Digitalisierung betrifft, inkludiert. Wir gehen aber auch den Weg in die Zukunft, was die Nachhaltigkeit betrifft. Der Masterplan Tourismus, der 2019 entwickelt wurde und jetzt ganz stark in die Umsetzung gehen muss mit Aktionsplänen, bildet sich auch in der neuen gewerblichen Tourismusförderung ab, die ab nächsten Jahr kommen wird, wo wir alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit drinnen finden werden. Und wo es vor allem darum geht, den Betrieben auch den Weg in die Nachhaltigkeit zu zeigen, wo wir Mitarbeiterquartiere hinsichtlich besserer Qualität, wo wir Betriebskindergärten hinsichtlich der Möglichkeit, Frauen mehr Zeit, Arbeitszeit auch im touristischen Bereich zu schaffen, wo wir aber auch Dinge wie
es wird keine Neubautenförderung im Tourismus geben. In tourismusintensiven Gemeinden sind jene mit über 500.000 Nächtigungen, ca. 44 Gemeinden in Österreich, gehen wird. Das heißt, es ist nicht verboten, neue Betriebe zu bauen, aber sie werden halt nicht gefördert. Es wird aber sehr wohl gefördert, die da sind, die existierenden Betriebe zu verbessern. Wir müssen den Weg in den Qualitätstourismus raus aus diesen 2 Jahren Covid und diesen Jahren, die gerade derzeit vor uns liegen, mit Energiekrise und Energiepreissituation finden. Und ich kann nur versichern, wir werden im Staatssekretariat alles unternehmen, um hier für unsere Branche die besten Wege gemeinsam mit allen Stakeholdern, ÖHV, Wirtschaftskammer, mit allen Stakeholdern gemeinsam die besten Wege aufzuzeigen, zu unterstützen und auch zu managen. Weil ich glaube, es gehört nicht nur dazu, dass ein Staatssekretariat die beste Plattform, um für alle Themenbereiche Lösungen zu finden, sondern wir müssen auch helfen, in der Branche sie zu managen, indem wir die Leute zusammenbringen, die dafür verantwortlich sind und es bestmöglich unterstützen. Ich möchte noch etwas sagen, was mir persönlich sehr wichtig ist. Ich hatte 2 Großmütter, beide waren Wirtinnen, beide sind um die Jahrhundertwende geboren. Beide haben den Ersten und den Zweiten Weltkrieg erlebt und mussten immer wieder neu beginnen. Und gerade als Wirtinnen mit Kindern, beide waren Witwen im Zweiten Weltkrieg, mussten sie lernen, wie man Wiederaufbau immer wieder neu denkt, ohne aufzugeben. Wir sind jetzt in einer Zeit, die sicher vieles von den Betrieben fordert und ich bin sehr, sehr nahe an den Betrieben. Nicht nur, weil ich viele Kollegen auch sehr, sehr gut kenne. Aber wir müssen diesen Weg in die Zukunft einfach weitergehen. Wir müssen an diesen Winter glauben, wir müssen an diesen Tourismus glauben und wir müssen daran glauben, dass wir diese Kraft haben, diese Widerstandsfähigkeit, um den Mut aufzubringen, der heute schon mehrfach angesprochen wurde, in die Zukunft weiterzugehen. Ich weiß, dass die Kollegen und die Unternehmerschaft im Tourismus das kann. Und es gibt dann Jahre, und ich habe etliche erlebt, Lehman Brothers, 9/11, 73 die Ölkrise, wo wir Jahre hatten, wo wir der Bank gesagt haben, bitte lasst uns ein bisschen die Rückzahlung verschieben. Und wo wir Jahre hatten, wo wir kaum was verdient haben. Aber wir sind immer weitergegangen und es kamen immer auch die anderen Jahre. Und ich glaube, das Annehmen dieses Wechsels zwischen Gut und Böse, zwischen schwierig und leicht, zwischen viel verdienen und wenig verdienen, dieses Annehmen ist jetzt eine der wichtigsten Herausforderungen im unternehmerischen Geist. Und ich wünsche allen Kollegen, dass sie das schaffen und wir werden alles tun, dass wir das auch bestmöglich unterstützen. Und ich hoffe, dass diese Messe Ausdruck dessen ist, dass diese Zukunft auch wirklich stattfindet. Vielen herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Ich darf Ihnen das Mikrofon gleich, außer Sie wollen es mit nach Hause nehmen. Kann man immer brauchen. Denn wir brauchen genau dieses Mikrofon jetzt. Ja, meine Damen und Herren, wir haben schon ziemlich viel gesprochen über die diesjährige Ausgabe der Gast, aber sie ist noch immer nicht eröffnet. Und genau das wäre jetzt der Plan. Herzlich willkommen, der Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft, Dr. Martin Kocher. Liebe Frau Staatssekretärin, lieber Herr Landeshauptmann, Herr Bürgermeister, werte Abgeordnete, lieber Benedikt, sehr geehrte Damen und Herren, jetzt stehe ich vor der Eröffnung, möchte aber auch noch ein paar Worte sagen. Ich habe überlegt, wann ich zum ersten Mal bei der Gast dabei war. Ich kann ausschließen, dass es bei der ersten Gast 1970 war. Da war ich noch knapp nicht auf der Welt. Aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Es war wahrscheinlich irgendwann Ende der 70er Jahre mit meinen Eltern gemeinsam und wir waren fast jedes Jahr auf der Messe. Deswegen bin ich froh, dass sie erstens jetzt nach 2020, wo sie nicht stattgefunden hat und 2021, wo sie in sehr kleinem oder relativ kleinen Umfang im Vergleich zu heuer stattgefunden hat, wieder in relativ normalem Umfang stattfindet. Und ich
bedanke mich schon beim ganzen Team, Benedikt, bei dir, beim ganzen Team dafür, dass das heuer in diesem Umfang stattfindet, weil es die Leitmesse für den Tourismus in Österreich und darüber hinaus ist und für die Branche ganz entscheidend ist. Ich bin begeistert von den Unternehmen in Österreich, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie sie mit einer Zeit umgehen, die wirklich im Vergleich zu früheren Jahren zwar, du hast angesprochen, Susanne, gab auch damals schwierige Zeiten, aber doch außergewöhnlich ist. Es ist eine verrückte Zeit. Wir haben 2 Jahre mitbekommen, die ganz massive Einschränkungen im Tourismus, in der Gastronomie mit sich gebracht haben. Dann ein Sommer, der trotz Kriegs vor der Haustür, der trotz hoher Energiepreisen doch sehr, sehr gut war. Einer der besten Sommer, die wir im Tourismus je erlebt haben. Und jetzt natürlich große Unsicherheiten für die nächsten Monate, vielleicht sogar Jahre. Aber angesichts dessen, dass wir zum Beispiel im Frühjahr dagestanden sind und nicht gewusst haben, ob es genug Gas geben wird und jetzt die Speicher eigentlich übervoll sind, angesichts dessen, dass es im Winter, man erinnert sich gar nicht mehr dran, im Dezember noch einen Lockdown gegeben hat und alle gesagt haben, ja, der Sommer, wie wird der werden? Und der Sommer ist sehr gut geworden, glaube ich schon, dass wir optimistisch sein können, dass wir in gute Zeiten gehen, was den Tourismus, die Gastronomie betrifft. Der Hauptpunkt dafür sind Unternehmen, die diesen Mut haben, sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vieles leisten. Und das macht mich eben sehr optimistisch, dass diese Zeit nicht so schlecht wird, wie vielleicht die Stimmung im Moment in einigen Bereichen der Wirtschaft ist. Wir müssen natürlich auch als Bundesregierung, als Landesregierung, als Gemeinden einiges beitragen, aber der Hauptpunkt kommt von Unternehmen. Was wir tun können, ist versuchen, mehr Sicherheit zu geben, was die Versorgung von Energie betrifft. Das, glaube ich, ist für diesen Winter gewährleistet. Wir müssen die Unternehmen unterstützen, die besonders stark betroffen sind von den hohen Preisen, mit dem Energiekostenzuschuss, mit anderen Fördermaßnahmen. Wir werden unser Bestes tun, damit das auch gelingt. Wir müssen natürlich auch die Unternehmen unterstützen, was die Arbeitskräfteknappheit betrifft. Auch das zeigt in gewisser Weise die Verrücktheit der Zeit. Auf der einen Seite hohe Preise, große Angst um die Zukunft, auf der anderen Seite Arbeitskräfteknappheit und die große Nachfrage nach Arbeitskräften. Das zeigt, wir leben in einer gewissen Umbruchszeit, in einer Zäsur, die viele Herausforderungen mit sich bringt, aber auch große Chancen mit sich bringt. Was das Arbeitskräftepotenzial betrifft, wurde vieles schon gesagt. Susanne, vielen Dank, dass du so aktiv hier arbeitest dran, das an allen Ecken und Enden nämlich zu verbessern. Da geht es ja nicht nur um die Frage der Zuwanderung. Der Landeshauptmann hat es angesprochen, die Rot-Karte oder die Stammsaisonäres-Regelung, die wir glücklicherweise zustande gebracht haben. Es geht natürlich auch um Kinderbetreuung, es geht um die Frage ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, es geht um natürlich auch die Arbeitslosenversicherung. Danke für die gute Zusammenarbeit, was alle Arbeitsmarktthemen betrifft. Der Landeshauptmann ist ja auch Arbeitsmarktreferent in der Landesregierung. Wir sprechen da sehr, sehr häufig über dieses Thema. Im Tourismus ist er besonders ausgeprägt. Und das Spannende ist, das hat mich wirklich überrascht, weil viele Leute glauben, wir haben ein Arbeitskräfteproblem, weil die Leute aufhören zu arbeiten, weil die Leute sich zurückziehen. Wir haben einen Beschäftigungsrekord in Österreich und selbst im Tourismus, also Gastro und Hotellerie, waren im Juli mehr Menschen beschäftigt, diesen Juli 2022, als im Juli 2019. Also wir haben keinen Mangel im Sinne von, dass es weniger Arbeitskräfte gibt. Wir haben eine so hohe Nachfrage, dass wir noch mehr Arbeitskräfte brauchen als noch vor der Corona-Zeit. Und das macht schwierig, aber auch da gibt es Lösungen und wir werden weiter sehr, sehr hart daran arbeiten, dass es hier auch für den Tourismus, der es besonders schwer hat, weil natürlich ungewöhnliche Arbeitszeiten dazugehören, dass es hier weiter gute Anreize gibt. Da geht es um die Frage der Besteuerung, der Lohnnebenkosten, aber auch natürlich um die Anreize für alle, auch Vollzeit zu arbeiten und die Möglichkeit für alle, Vollzeit zu arbeiten. Und ich möchte davor warnen, das ist meine letzte Warnung, dass wir das Thema aus den Augen verlieren, weil die Konjunktur kühlt sich ab in gewissen Bereichen der Wirtschaft, gibt es vielleicht auch Kündigungen, hoffentlich nicht im Tourismus. Und dann wird diese Knappheit von Arbeitskräften und Fachkräften nicht mehr ganz so massiv sein.
aber sie wird zurückkommen. Die Demografie ist unweigerlich und auch nicht mehr umkehrbar für die nächsten 10 bis 15 Jahre. Das heißt, wir werden im nächsten Aufschwung einen noch stärkeren Arbeitskräftemangel bekommen als zum Beispiel jetzt im Sommer. Und ich bitte deshalb alle darum, uns zu unterstützen, dass wir die richtigen Maßnahmen setzen in allen Bereichen, um das Arbeitskräftepotenzial in Österreich zu erhöhen. Jetzt kommen wir zum Ausblick. Einige wissen das vielleicht, in mittelalterlichen Seekarten gab es manchmal den Hinweis auf der Karte in Latein hic sunt Dracones. Hier befinden sich Drachen. Immer in Bereichen, die unerforscht waren oder wo es gewisse Gefahren gab, zum Beispiel eben Strudel oder ähnliches. Ja, das stand auf den Karten. In meinem Kalender für nächstes Jahr steht Hic sunt Dragones. Es gibt Gefahren, ja? Aber ich weiß mit Sicherheit, es werden keine Drachen sein. Und es gibt vielleicht auch dann am Ende des nächsten Jahres, und da bin ich sehr optimistisch, die Feststellung, dass die Gefahren doch nicht so schlimm waren, als wie wir sie jetzt angenommen haben. In diesem Sinne freue ich mich auf eine interessante Messe, bedanke mich bei allen Ausstellerinnen und Ausstellern für das dabei sein beim ganzen Team der Messe, für die Messe, und darf damit die 52. oder 53. alles für den Gast auch eröffnen. Eine schöne Messe. Danke sehr. Vielen Dank, Herr Kocher. Vielen Dank, Herr Minister. Das war Teil 1 der Eröffnung der Alles für den Gast. Teil 2 folgt sogleich. Das ist der Messerundgang. Bitte folgen Sie dem neuen Messeleiter. Michael Meierhofer steht da drüben. Michael, vielleicht kannst du dich kurz zeigen. Kurzer Applaus für den neuen Messeleiter. Das ist derjenige, der vorangehen wird, der Ihnen den Weg weisen wird. Ich darf alle Sprecher, Sprecherinnen, die auf der Bühne waren, noch um ein Abschlussfoto vor dieser Wand bitten und wünsche Ihnen einen spannenden Messerundgang, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.